Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Und ich habe euch ja versprochen, dass es in Zukunft ein paar Videos zum Factorio-Server geben wird. Nachdem wir hier den Verteidigungswall gerade eben fertig gebaut haben, haben wir uns dann überlegt, dass wir vielleicht mal ein bisschen aggressiv vorgehen und uns um ein paar Gegner kümmern. Und ja, das ist durchaus eine Situation, die kann man nutzen, um mal zu zeigen, was denn so alles im Spiel gemacht werden kann außerhalb vom Bauen. Also hier wird jetzt Strom verlegt, weil wir haben hier eine ganz interessante Methode, die Feinde anzugreifen. Wir verlegen jetzt quasi wirklich nur Strom hierher, um dann gleich mit Lasergeschützturm und Plasmageschützturm ja, den Feind bekämpfen zu können. Also wir benutzen quasi defensive Einheiten offensiv. Bist du bereit? Ja, dann würde ich einen Plasma-Turm pullen. Hab ich. Rausscrollen okay. Und dann geht's los. Okay, wir sollen jetzt aber noch ein paar normale hinbauen. Ah, die haben keinen Strom. Warte, alles gut. So, Strom. Da. Rausscrollen und die Action beginnt. Okay. Also wir schießen jetzt diese großen Kugeln. Genau. Muss aber dazu sagen, die Gegner werden natürlich mit der Zeit auch stärker. Wahrscheinlich funktioniert das irgendwann mal halt nicht mehr. Gut, da haben wir jetzt noch Strom. So, jetzt passt's. Da müssen wir jetzt halt unseren Angriffsposten immer weiter vorlegen. Okay. Aber ich würde nicht alles abbauen, dass wir auf Reserve haben, falls uns irgendwas angreift. Das Nest ist kaputt, dann nehmen wir gleich noch das da drüben mit. Mhm. Ich finde es auch immer in anderen Strategiespielen immer relativ cool, wenn man irgendwelche Verteidigungsanlagen dem Feind quasi vor die Basis baut. Das macht immer richtig Spaß, wenn man so einen Bunker direkt vors Hauptquartier stellt. Da kommt Freude auf. Ja, ich baue noch hier ein paar hin. Da ist eine Mauer davor. Dann komme ich hier auch mal ein. Genau. Und kannst dann Plasmaturm setzen, mit R gucken, halt wie der Radius ist. Und rausgucken. Wir sind eigentlich noch so weit weg. Ja, wobei man kann, glaube ich, den ersten schon platzieren. Der macht schon ein bisschen. Ja. Hat hier keinen Strom. Doch, jetzt. Oh. Das sind die falschen. So. So. Kamen dann auch tatsächlich mal die Lasergeschütze zum Einsatz? Ja. Jetzt ist natürlich peinlich, wenn unser Stromnetz überlastet durch den Angriff. Genau, das dann würden wir sterben. Problem. Wenn es da hinten einer den Strommast abknabbert, dann bin ich immer ganz schnell weg. Okay. Wie lange würden wir überleben mit unseren eigenen Waffen gegen den Feind? Also mit diesem Gewehr, das wir haben? Wenn da so eine Masse kommt, nicht lang. Okay. Zusammen vielleicht jeder eine Minute. Nein. Nicht einmal. Vielleicht 10 Sekunden, wenn das ein Decker ist. Oh Gott. Da unten sind auch noch ein paar. Achtung, der spuckt. Achtung, du hast kaum noch Leben. Zieh dich zurück. Du regenerierst automatisch Leben. Okay. Ich baue. Ach, da unten, ja. Baue das Verteidigungssystem neu. Baue noch ein paar Teile dahin und dann ein Plasma-Geschütz. Schön, wie einfach man hier bauen und wieder abbauen kann. Ich wünschte, das würde in Minecraft zu gehen, so einfach, so wie ich da irgendwelches Zeug falsch platziere. Und die Plasma hauen da richtig rein. Ich kann auch genau so über die Map-Ansicht hier quasi durchscrollen. Ja. Ist dann ein bisschen noch verpixelter als normal, aber auch ganz interessant. Ich kann ja quasi auch zuschauen, also an alle, ich kann da quasi auch zuschauen, was jetzt Space Dog macht. Das ist ganz cool. Ich weiß nicht, wie lange es die Funktion schon gibt, aber auf jeden Fall finde ich sie sehr praktisch. Aua. Ah, da unten ist. So. Ah, der Gegner, das ist natürlich. Ah, und dann gibt es hier noch was Besonderes. Du siehst ja diesen Schleim da unten auf dem Boden, vielleicht. Mhm. Wenn du da drüber läufst, kriegst du Schaden. Das war halt. Oh, ich bin gestorben. Lol, das war jetzt sehr schnell. Genau. Oh, ist ja lustig. Dein Zeug geht nicht verloren, du musst es halt wieder neu abbauen. Okay, das heißt, ich laufe jetzt quasi runter. Ja. Ich bunkere mich kurz ein. Hallo, Master Braun. So schnell kann es gehen. Also damit wäre auch die Frage geklärt, wie lange es dauert, bis man stirbt. Nicht lange. Und ich bin jetzt ziemlich froh, dass hier schon die Produktion von der Munition da ist. Und dann kann ich einfach das Fließband nehmen, um mich selber ein bisschen zu beschleunigen. Habt ihr eigentlich schon schnellere Raumanzüge? Könnt ihr euch schneller bewegen oder so? Noch nicht. Wir haben keinen Modulator länger.
Okay. Dauert noch ein bisschen. Dazu brauchen wir, glaube ich, erstmal die blauen Fläschchen und die sind. Ja, zu produzieren. Ah, sehr gut. Also ich weiß auch, im normalen Spiel war es nicht sonderlich schwer, an die blauen Fläschchen ranzukommen, aber ich kann mir vorstellen, dass es aktuell durchaus stressig ist. Es gibt so viele Gassorten und erstmal durchzublicken, wie man Schwefel herzustellen, habe ich gerade 10 Minuten gebraucht. Ja, Aluminium brauchst du dazu. Nein, es geht anders. Auch anders? Man kann es mit unseren überschüssigen Oxygen und Hydrogen auch herstellen. Okay. Dann Zeug liegt jetzt baue ich hier meine Leiche ab und habe ich wieder alles so wie vorher. Ah, ja, genau. Entspannt. Verliere ich sonst irgendwas? Ne, dass ich wüsste. Okay. Ich habe bloß keine kleinen Strommäste mehr. Ich habe noch welche. Ja. Weil dass die halt wieder haben. Strom haben. Gibt's auch noch andere Möglichkeiten, Feinde auszuschalten, außer wir bunkern uns vor ihrer Basis ein und beschießen sie mit Verteidigungsanlagen? Also ich weiß noch, früher bin ich gern mit dem Fahrzeug quasi durchgefahren und hab einen Flammenwerfer hinten dran gehabt. Aber das war immer ein bisschen tricky. Also wenn man dann gegen eine Mauer gefahren ist, dann war man halt eigentlich tot. Genau. Artilleriegeschütze. Ja. Ah, das hat auch gerade jemand in den Chat geschrieben. Nukleargeschütze, aber die sind, glaube ich, hier wegen performance-technisch verboten. Genau. Also wir haben zwar auf dem Server so viel RAM und alles, dass hier locker 20, 30 Leute drauf spielen könnten, aber wir wollen es natürlich nicht ausreizen. Wir wissen alle, dass ein Serverabsturz nicht so cool ist. Ich würde nicht hingehen. Da siehst du noch da unten ein ganz leichtes, weil wenn ich rangehe. Speichere mal kurz ab. Sicherheitshalber. Ich habe da letztes Mal schlechte Erfahrungen mitgemacht, so jetzt. Okay. Da unten siehst du. Ich würde nicht so nah rangehen, weil das Ding spuckt. Das kommt gleich ausquant. Da, hier. Ah, das da hinten, ich sehe es, dieser kleine Wurm. Und der spuckt jetzt gleich. Und der macht halt Schaden. Gut. Gut, zwei kann ich aber jetzt nicht feuern. Wurmmassen platzieren. War zu wenig Reichweite. Lass mal den platzieren und ab. Fertig. Puff. Okay, wie groß ist die, also wie viele Einheiten bzw. Gegnertypen gibt es? Also gibt es da große Unterschiede oder sind das eigentlich alles nur kleine Minions, die halt in ihrer Masse nervig sind? Es gibt diese blauen, die sind stärker. Diese, dann gibt es diese, ich nenne sie mal rosa, die sind so mittelmäßig und diese ganz kleinen, die sind halt total nervig, können aber nichts. Okay. Aber da ist halt jetzt nichts mehr. Ah, da ist jetzt gar nichts mehr. Wir können mal gucken, kurz auf der Map gucken, da ist sonst nichts mehr. Okay, können wir hier irgendwas abbauen oder so? Oder bringt uns das effektiv was, wenn wir die töten? Reiner Spaßfaktor ist es eigentlich nur und dass wir nicht die ganze Zeit genervt werden. Genau, weil die expandieren auch und greifen ein Jahr an. Genau. Und wenn man die auslöscht, dann greifen die nicht mehr an. Also es ist nicht so, dass man dadurch die Aggressivität weiter steigert, oder? Doch, indirekt schon. Die entwickeln sich schneller und breiten sich dann schneller aus. Ah, okay, okay. Ja. Das ist wie so Pickel. Eigentlich sollte man sie nicht ausdrücken, weil es macht es auf Dauer nur schlimmer. Ja. Perfekter Vergleich. Da sind zu viele da, dass man es tun muss. Okay. Ja. So, ja, jetzt bauen wir unsere Strommasten wieder zurück und fertig. Okay, okay. Ja, haben wir noch irgendwelche Nester zum Angreifen? Ja, höchstens oben im Norden welche, aber die sind nicht so spektakulär. Okay. So, dann würde ich mal noch bei dir, Space Dog, vorbeischauen, was du so tust und machst. Bin vielleicht abgefuckt. Wir haben das Verfahren noch nicht erforscht, wo wir nur Hydrogen und Oxygen und Kohle brauchen für Sulfur. Wir müssen das jetzt ganz nervig machen. Haben wir irgendwo Silber oder? Silber können wir, glaube ich, irgendwo haben wir schon. Aluminium haben wir nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob vielleicht zufälligerweise auch jemand in einem Livestream oder später im Video dabei ist, der in der Softwareentwicklung arbeitet, aber mich erinnert Factorio-Spielen einfach immer ans Arbeiten. Also an die Softwareentwicklung. So von, man muss sich in irgendwelche Sachen reinlesen von irgendwelchen anderen Leuten. Und es gibt Dinge, die machen voll viel Spaß und man muss immer erst 3 Stunden danach gucken, ob es überhaupt klappt. Und also jetzt nicht 1:1 übertragbar, aber ich finde so das Prinzip ist schon ähnlich. Und dadurch ist der Reiz auch, glaube ich, ähnlich.
Manchmal fragen mich Leute so, ja, was mir eigentlich Spaß macht am Softwareentwickeln. Eigentlich rege ich mich den ganzen Tag nur auf. Aber ja, es macht ja schon Spaß. Du kriegst Aluminium Ich baue mal mein Fahrzeug wieder ab. aus Rubinohr aus dem hier. Warte mal, war jetzt mein Fahrzeug, Ah das ja, haben gelte? wir schon. Egal, nimm einfach eins. Okay. So, also genau. Spacehawk, jetzt sag mir mal genau, was gerade die Aufgabenstellung ist und was das Problem ist. Probier seit einer Stunde herauszufinden, wie man Schwefel herstellt. Ich habe die ganze durchgeschaut, die Wege. Um jetzt nur festzustellen, dass wir die Sachen noch nicht erforscht haben. Ah ja, Und sehr dass wir gut. das Schwefel erstmal brauchen, um das zu erforschen, dass es einfacher geht. Ja. Okay. Jetzt braucht Was man genau müssen Silber wir und da Aluminium forschen? Weil ich noch. habe mir die Forschung auch noch nicht so genau angeguckt. Also hier gibt es ja ganz viel das Zeug. Player Crafting Speed increased 5%. Also dass man halt ein bisschen schneller craften und so. Nach welchem? Ah, Konstantin ist da. Sehr gut. User Hallo was moved Konstantin, to wir your sind nicht channel. nur im Livestream, Hallo. sondern auch in der Aufnahme. Wir haben aber jetzt schon ein paar Sachen gemacht, also passt es gerade. Ja. Wir hatten es gerade eben so allgemein ein bisschen drüber, über Schwefel speziell jetzt, wie man das herstellt und dass Spacehawk dann eben aufgefallen ist, dass wir da eh noch was erforschen müssen. Wie viel kann ich euch, also ich habe gerade mal kurz im Livestream reingeguckt und habe Genau. das Problem mitgekriegt. Und die einfachste Lösung ist es, indem wir das Kupfer stellen wir momentan im Ofen her. Wenn das im Purifier hergestellt wird oder im Liquifier, ich weiß jetzt gar nicht mehr welche von beiden, und dann das schwefelhaltige Abwasser kann gefiltert werden und da kommt Schwefel raus. Genau. Das ist die einfachste Lösung. So, was kann man hier rausfinden? Was heißt nochmal Schwefel auf Englisch? Sulfur. Ah, So. stimmt. Das können wir auch ganz einfach erforschen, aber dazu brauchen wir die blauen Ah. Fläschchen und die blauen Fläschchen müssen wir Nee, erstmal die durch Forschung haben wir Schwefel. schon. Dann. Können wir auch direkt das Mineral Sludge so herstellen. Da braucht man das Sulfur-Dioxid-Dings nicht mehr. Richtig. Ja. Schön. Ich bin dann jetzt auch gleich schon wieder weg. Okay. Ich habe das nur gerade gehört und wollte eben den Ansatz geben, nicht, dass ihr irgendwie komplizierter macht, als es muss. Jetzt Aluminium noch hergestellt und Silber mit dem Green Metal, irgendwas. Ja, und dann wärt ihr schon viel zu weit. Wie gesagt, einfach diese Crushed Coal durch den, ich glaube, Liquefier ist das, durchschicken. Und dann entsteht da halt dieses Sulfuric Wastewater. Und das kann man in der Water Plant einfach einmal durchlaufen lassen und dann kommt da Sulfur bei raus. Okay, wie wären wir da jetzt normalerweise drauf gekommen, Konstantin? Das weiß man einfach oder hätte man da irgendwie Das selber ist. rausfinden können? Hätte man auch selber irgendwie rausfinden können, aber ich habe es damals in irgendeinem Video mal gesehen, ganz am Anfang. Mhm. Also ich habe ja, bevor ich die Mods gespielt habe, mal mir dazu ein paar Videos angeguckt und da war halt das dann immer so der erste Weg, ne? Okay. Mhm. Gut, Spacehawk, dann würde ich sagen, realisieren wir das jetzt noch kurz, wenn das geht, so schnell. Ja, ich war schon Liquefier. Okay. Brauche noch Purified Water. Soll ich mal kurz Aluminium gewinnen? Ich glaube, das brauchen wir dann gar nicht mehr. Nee, brauchen wir nicht. Das brauchen Okay. wir dafür nicht, ne? Konstantin, gibt es irgendeine Vorgabe, was wir forschen, oder forscht man da halt immer irgendwas? Hauptsache, man forscht was. Na, am Anfang vor allem erstmal diese Metallverarbeitung, also diese Metal Smelting Sachen für die ganzen verschiedenen Metalle, dass man die freigeschaltet hat. Danach vor allem erstmal Waffenschaden. Also hier Angriffsgeschwindigkeit von den Türmen plus den Schaden, den die verursachen und Munitionsschaden. Und danach könnte man eigentlich am besten diese ganze Steam, also dieses ganze petrochemische Zeugs erforschen. Also Dass diese das hier irgendwie ganze, noch keiner so ganz durchdrungen hat. was auch unglaublich kompliziert ist, aber nicht so sehr benötigt wird im Endeffekt. Ah, okay. Du Aber doch brauchst einige halt. lustige Sachen. Immer wenn ich mit jemandem hier geredet habe, war das so, ja, mir fehlt da irgendein Gas und das und keine Ahnung, ich blick nicht so ungefähr. Aber ja. Gut. Nee, dann bin ich auch schon wieder weg. Genau, dann danke für deinen Tipp. Gut, bis demnächst. Jo, ciao. User Also es ist disconnected generelle your Best channel. Practice, wenn ihr auf dem Server seid. Ihr probiert euch mal Sachen selber aus und im Zweifelsfall fragt ihr Konstantin. Oder ihr stellt euch so dämlich an, dass Konstantin freiwillig kommt und euch hilft, weil er es nicht mehr mit ansehen kann. Das ist dann die Alternative. Nein, wir sind da auf jeden Fall zwangsläufig sehr hilfsbereit, weil wenn man, also man braucht da durchaus Hilfe bei manchen Sachen.
Das verstehen die Leute auch, die sich auskennen. Und deswegen, wenn ihr da neu auf den Server kommt, ist ganz normal, dass ihr wahrscheinlich ständig irgendwelche Sachen fragen müsst. Aber das ist ja in Ordnung. Okay, Space Doctor, du machst jetzt genau was und warum? Ich schau mal, wie der Aufbau ist, wie man das hier umbauen muss, dass wir das für Grace Water rausbekommen und das andere reintun. Ich glaube, das müsste man hier alles nochmal abreißen. Weil es den Input hat und den Output so. Ja, man muss alles abreißen. Warte, welches Wasser brauchen wir? Das Purified Water oder? Wir brauchen beide. Purified und. Purified stellen wir oben her und das Waste brauchen wir für das Öfer. Ah, Waste, okay, jetzt. Aber es ist einfacher, weil man alles nochmal neu baut hier. Gut, dass es 20 verschiedene Arten von Wasser gibt. Das macht dieses Spiel natürlich nicht unfassbar viel komplizierter, aber das. Macht ihr das mal und ich mach die Waffenlagen im Westen. Also, Quatsch, Osten. Daniel fragt, was das für ein Spiel ist. Das Spiel ist Factorio, steht in der Titelbeschreibung und sonst überall. Aber mit Mods, normalerweise ist das Spiel weitaus einfacher. Also das Prinzip ist dasselbe, nur halt, ja, anders. Okay, du verlegst jetzt erstmal Rohre, dass wir Wasser bekommen, das wir logischerweise brauchen. Ja, das Wasser wurde durch die Produktion durchgeleitet, hier vorher. Und da schon mal kurz Strom. War der Strom. Ja, und das war der Strom für die komplette Industrie. Ups. Das meinte ich übrigens mit der Strom ist noch nicht sonderlich gut umgesetzt hier. Da baut man mal kurz was ab und dann blinkt alles panisch gelb. Okay, jetzt sollte man hier das abbauen können. Du hast ja auch nur ein. Oder doch nicht? Warte mal, ich glaube, man kann, wenn man hier jetzt also noch eine Verbindung zieht irgendwo. Jetzt soll es passen. Ja, genau, jetzt müsste es passen. Ja. Ja, genau, jetzt läuft der Strom quasi hier rum und nicht mehr. Ich bin ein großer Freund davon, dass man am Anfang wirklich mehrere Stromleitungen hat, große, die da weggehen, so 3-4 Stück, dass wirklich alle 3-4 kaputt gehen müssten, um den gesamten Strom lahmzulegen. Übrigens, witzige Geschichte dazu. Ich habe mal einen Freund besucht, der arbeitet bei einem, wie nennt man das denn am besten, ohne jetzt einen Namen zu nennen, Energieversorger, genau. Und der hat mir erzählt, es gibt tatsächlich Strommasten, die sind so empfindlich, wenn die kaputt gehen würden, hätten wir so ein großes Problem, dass sich darauf irgendwie Walkie-Talkies befinden. Und wenn irgendwas an diesen Strommasten passieren sollte, was da nicht passieren soll, dann senden die quasi ein Notfallsignal. Walkie-Talkies deswegen, weil logischerweise nichts mit Strom funktioniert, weil wenn der Strommasten ein Problem hat, ist der Strom weg. Und ja, wenn man dann eben unten beginnt, irgendwas an dem Strommasten zu machen, kommt da direkt ein Notfallsignal und die Polizei wird alarmiert. Dadurch wurden tatsächlich auch schon ein paar linke Aktionen unterbunden, um es mal neutral zu formulieren. Und da gibt es dann tatsächlich einen, der einmal im Monat hochgeht und in diesem Walkie-Talkie den Strom auswechselt. Also die Batterie quasi austauscht. Also ja, auch in echt ist es tatsächlich relevant, die Stromversorgung zu einem gewissen Grad zu verteidigen und eben an den Stellen, an denen es wirklich kritisch ist, dann auch zur Verteidigung uns eben optimalerweise so aufzubauen, dass man nicht bloß einen Strommasten braucht. Genau, und das baue ich jetzt gerade nochmal dran. Genau. Ich habe wieder gemacht. Ja, das ist der Schritt davor. Und nicht der dazwischen. Heißt die Crush Core, nicht die. Hast du schon rausgefunden, wie ich rausfinde, was das genau ist, was auf diesem Fließband liegt? Außer es mit F aufzusammeln und dann zu gucken, von was man mehr hat. Das Material kennen. Okay, ja, das habe ich befürchtet, dass das die Antwort ist. Ja, weil der Unterschied zwischen Crushed Coal und Coal, also wenn ich es mir jetzt genau angucke, werde ich es wahrscheinlich schon herausfinden, aber. Wenn ich bedenke, dass das Kohle so ein Grundrohstoff ist, dann könnte das irgendwann mal kompliziert werden. Naja. Ja, und dann kommt halt noch Carbon dazu. Okay, dann. Ich habe unsere Stromverteidigung ein bisschen besser verteidigt. Perfekt. So.
Ja, ich weiß noch, als ich das letzte Mal auf den Server kam, da wurde tatsächlich in der Nähe der Stromversorgung, gab es einen Angriff von eben diesen Beißern. Und das war dann durchaus witzig. Na, saßen wir erstmal da und mussten alles wieder aufbauen, weil gar nichts mehr ging. Das ist dann natürlich toll, wenn man auf den Server kommt und sowas sieht. Übrigens auch noch eine Information an alle. Wenn niemand auf dem Server ist, läuft der Server nicht weiter. Folglich kann da oder nichts passieren. Allerdings, wenn man alleine auf dem Server ist, kannst, also ich, meistens war noch jemand anderes dabei. Feldhaubitze, du spielst ja immer sehr, sehr aktiv und Space Dog ist auch oft da. Und wenn ich eben schon alleine auf dem Server war, war ich dann zum Teil primär damit beschäftigt, halt irgendwelche Sachen zu managen, weil irgendwo ein Komet runtergekommen ist und irgendwas kaputt gemacht hat oder so. Und ja, also macht schon mehr Spaß, wenn mehrere Leute da sind. Deswegen ja auch das Video hier. Genau, Space Dog, du hast jetzt diese Liquifier. Ich nehme an, da kommt Wasser rein und andere Arten des Wassers raus, oder wie? Nein, da kommt die Kohle rein und kommt die andere Kohle raus. Ah, okay, sehr gut. Und ich habe gerade nur das Verhältnis von denen zueinander nachgeschaut. Mhm. Auf jeden Fall könnt ihr vielleicht euren Chemielehrer beeindrucken, wenn ihr das Spiel ein bisschen länger spielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr euren Chemielehrer beeindruckt auf Dauer. Es gibt eh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, sonst hattet ihr bestimmt auch schon, dass ihr irgendwelche Sachen wusstet, die man normalerweise einfach nicht weiß, aus irgendeinem Videospiel oder so, und der Lehrer dann komplett beeindruckt war, weil ihr da irgendwas gewusst habt. Gerade im Geschichtsunterricht oder so passiert das, denke ich mal, unsere also Leuten in unserer Community sehr oft, aber eben auch im technischen Bereich oder so. Genau, aber gut, da das Video jetzt doch schon langsam sicher fortgeschritten ist, Space Dog, nochmal, erklär nochmal für alle, was du jetzt da machen würdest, weil wir werden wahrscheinlich in den nächsten 5 Minuten nicht mehr fertig. Da kommt jetzt quasi Kohle rein. Und Wasser. Und irgendeine andere Kohle. Mhm, und dabei entsteht dieses Clean Coal, dieses das, Purified Water. Nein, das Purified Water. Das kommt zu Furic Waste Water, genau. Und daraus kann man dann den Schwefel irgendwie wieder extrahieren, oder? Ja. Gut, dann habe ich es jetzt endlich auch mal verstanden. In dem Fall wahrscheinlich dann die meisten Zuschauer auch. Dann, ja, war es soweit. Auch an die Leute, die dieses Video gesehen haben, schreibt mal in die Kommentare, wo ihr eure Lehrer beeindrucken konntet aufgrund von Videospielen. Würde mich echt mal interessieren. Da kann ich auch ein paar Beispiele nennen, wenn mal wieder irgendwie irgendeine Tante 5. Grades bei irgendeiner Familienfeier mir erzählt, wie absurd es doch wäre, Videospiele zu spielen. Aber gut, dann war es soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.